Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe gerade einen fetten Drachen besiegt, der mir ziemlich viele Seelen gegeben hat. Ich habe noch ein bisschen Leben gelevelt. Und die Überlegung war jetzt, die gute Lady zu verprügeln, die hier in diesem Siegelgefängnis sitzt. Allerdings habe ich überhaupt keinen Bock auf ihre Rumzappelei. Endboss Hausdrache lebt aber noch. Oh weh. Ich habe hier im Haus Vulkan noch ein bisschen was zu tun. Ich gucke mich dort noch mal ein bisschen um. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wer baut ein Haus im Vulkan? Ja, das ist so die Frage, ne? Der Hausdrache ist unbesiegbar. Der Hausdrache ist nur wenige Jahre alt und kann ganz schön rumzicken. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich glaube, hier geht's weiter im Haus Vulkan. Ja, Sepp, ja, sowas habe ich mitbekommen. Es gibt noch irgendwie einen Speer, den ich finden muss, damit ich den verhauen kann, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Luffy, ich rede von der Tochter, vom liebsten aller Töchterchen, das man sich so vorstellen kann. Ja, auf dich habe ich keinen Bock. Hier geht's weiter, oder? Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, von uns gibt's noch mehr. Sag mal, warum stirbst du da unten in der Lava nicht einfach? Das wäre super. Also eine Jungfer. Mit 10 ihr erster Dark Souls Run. Ja, da müssen wir mal gucken. Wo geht's hier hin? Ich soll ja in irgendein Schlafgemach eigentlich oder in irgendeine Kammer von irgendeinem Typen und da soll es einen Speer geben, mit dem ich irgendwen verprügeln kann oder so. Hieß es doch, oder nicht? Dark Souls 1 wird out sein. Ach. Okay, cool. Ich habe noch nie Gothic gespielt. Oh, da. Okay. Sollte ich mir das mal angucken? Guck mir das mal an. Einsperrschlüssel, cool. Dunkelschmiedestein, nice. Haben wir den auch?
Nicht mal Gothic, ja. Shit, wie komme ich jetzt hier? Wie komme ich wieder zurück? Ist hier irgendwo eine Leiter oder irgendwas? Muss ich jetzt durch die Lava durch? Ah, da drüben geht's weiter, glaube ich. Ja, das wäre doch auch nochmal was. Gothic, oder? Damit er sich Gothic kaufen kann. Wow, okay. Die explodieren. Mein Gott, was ist denn mit dir? Man ist so ein Lappen, der von anderen. Ich hör wieder so komische Krötenviecher. Irgendwo. Uncool. Du bist der Gefährliche. Ein Sprecher aus Gothic arbeitet beim Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja witzig. Oh, da oben steht so eine Kugel. Und dahinter sitzt jemand. Nee, warte, das ist der Gegner. Der hat einen Kugelkopf. Steinschwertschlüssel. Machen wir mal. Mal gucken. Okay. Oh nee. Scheiße. Nein. Oh, ich habe überlebt. Lol. Ah, nee. Oh. Nicht. Jetzt hör auf mich zu. Lasst mich hier weg. Ah.
Nein. Nee, 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 nicht nochmal. Oh. Okay. Mut der Königsritter. Wo bin ich hier? Erschreckt mich hier wieder irgendwas? Weiß ich nicht, könnte sein. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Das Zeichen links verrät es. Patches, hi, grüß dich. Das Problem ist, die Windows 10, die Dateiformate, die Gothic braucht, nicht mehr kennt und nicht versteht. Oder wenn du Pech hast, ihr gleich wegjedet, weil denkt das Virus. Oh. Die neue Version warten. Ich habe keine Ahnung, was da mit Gothic passiert. Vorhin wurde die Frage gestellt, wer baut ein Haus im Vulkan? Hier haben wir die gute Dame. Die baut ein Haus im Vulkan. Weiß nicht, ob ich hier noch mit jemandem reden sollte. Ich habe keine Lust, mit jemandem zu reden. Na, jetzt hat es mich erwischt. Du bist auf Twitch, wir zwingen dich. Was? Ich rede doch mit euch. Ich bin nur gerade mit dem Gothic-Zeug nicht ganz hinterhergekommen. Fluch des Saatbeet. Oh, ich hab mich schon wieder. Ich verschreck mich hier vor jedem Hund, ey. Was war jetzt nochmal ein Fluch des Saatbeets? Sowas hatte ich schon mal. Oh, nee. Können wir das lassen, bitte? Ich habe gesagt, können wir das lassen, bitte? Risen. Risen habe ich auch schon mal was gehört. Elex, das war wild. Habe ich mitgekriegt. Ich habe selber nie gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass es... Ach verdammt, ich wollte rollen, aber...
Das hätte jetzt in die Hose gehen können, aber es ist nochmal gut gegangen. Bin ich hier eigentlich... Ist das der richtige Weg? Ja, vorhin bin ich dann hier nach oben gegangen und dann irgendwo runtergefallen. Da gab es auch nochmal einen anderen Weg hier oben. Aber... Ey! Schlangenkumpel! Grüß dich! So, hier war der Steinschwertschlüssel und dann gibt's da drüben noch was, aber wie komme ich da hin? Da komme ich doch gar nicht hin. Jedenfalls nicht von hier aus. Oder? Und da unten gibt's auch noch mal was, aber da komme ich... Da kann ich auch nicht rüber hüpfen. Nee, okay, von hier aus komme ich da drüben nicht hin, würde ich sagen. Da gibt's einen anderen Zugang. Und das sieht auch nicht so aus, als wären das irgendwelche Gemächer von irgendwem. Schimmersteinstab von Gelmir. Nee, das ist auch nicht... Das ist auch nicht der Gegenstand. Das hieß es, ich würde irgendeinen Speer kriegen oder so. Oh. Ja, na gut, dann mal los. Ist eine Boss-Tür. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht, vor allem, weil ich nicht den Gegenstand habe, der mir gesagt wurde, dass ich den brauche, um irgendwie eine riesige Schlange zu durchbohren. Wait. Schlangenjäger. Einzigartiges Talent, Riesenschlangenjagd, macht einen mächtigen Satz vorwärts und setzt per zusätzlicher Eingabe mit einem Aufwärtsstoß nach. Kämpft ihr gegen Riesenschlangen, erscheint eine lange Lichtklinge, um die volle Macht der Waffe zu entfesseln. Achso, erscheint eine lange Lichtklinge, um die volle Macht der Waffe zu entfesseln. Macht einen... Okay, wait. Okay. Kostet mich das Mana? Ja, das kostet mich Mana. Oh, ich hab... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab ne Fat Roll. Ich hab ne fette Fat Roll.
Ich muss erstmal die fette Petrol loswerden. Es reicht, den Stab wegzustecken. Das ist gut. Ja. Okay. Wie viele Seelen hatte ich denn? Oh, 34.000, die will ich natürlich immer wieder mitnehmen. Wow! Okay, da schluckt mich die Schlange. Götterverschlingende Schlange. Ah, das kommt mehrfach, okay. Ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Abstand jetzt von dir, meine Gute. Ah, okay. Diesmal kann man dreimal. Geklaut aus DS3 Jorm? Naja, was heißt geklaut? Das ist dasselbe Studio, ne? Also, geklaut würde ich es jetzt nicht nennen. Übernommen. Liegt mein Loot jetzt da hinten in der Ecke? Ja. Alles nur geklaut. Ejo, ejo. Das ist alles gar nicht meine. Ejo. Wie kann ich dir jetzt... Kann ich keinen kritischen geben? Ah, nicht giften, nicht giften, nicht giften. Oh, scheiße. Nee, jetzt hat sie mich ja noch gegrabbelt. Aber das macht gar nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hatte. Ich bin sowieso schon gegiftet, meine Gute. Scheiße, das war schlecht, das war dumm von mir.
Jetzt muss ich erstmal auf die andere Seite rennen für meinen Loot. So ein Drache ist doch eigentlich auch eine riesige Schlange. Da kann man doch mit diesem Speer bestimmt auch was anfangen, wenn man den hochlevelt. Nee, nicht giften. Ah, Mist. Jetzt habe ich mich zu sehr aufs Gift konzentriert. Wie geil war denn die Animation, bitte? Oh mein Gott. Das war ja der Shit. Sind meine Runen. Du bist gestorben mit dem Text dazu. So, jetzt großartig. Mach nochmal. Sind meine Runen jetzt hier am Anfang? Nee. Wo sind die jetzt? Da drüben. Fluffy, ich kann dir nicht sagen, ob ich das jetzt einfach so nochmal machen kann. Mist. Da wäre eine Chance gewesen für die Animation. Mist. Sie prüft dann, ob ich tot bin. Wow. Mist. Das gibt's doch nicht. Sie krabbelt mich aber auch jedes Mal gerade. Shit. Mach es. Ich kann das ja nicht absichtlich tun. Das ist nicht so leicht, das zu provozieren, was da gerade passiert ist. Ich muss quasi am Sterben sein, wenn sie mich krabbelt. Und da muss ich ja die richtige Animation sehen und alles. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier absichtlich sterben will. Aber das war ja der Shit, ey. Ah, fuck.
Na, will sie mich schon wieder? Ah, Fluffy, guck, da kannst du es, glaube ich, sehen. Da hat sich jemand die Mühe gemacht. Dankeschön, Miku. Ah, oh Mist. War's das? Oder gibt's hier eine zweite Phase? Meine allerbeste Schlange. Es gibt eine zweite Phase. Oh nein. Hier wachsen blutige Hände und ein anderes Gesicht. Ich habe leider leichte Lags hier, aber egal. Ich weiß nicht warum. Als Teil seiner Familie. Gemeinsam verschlingen wir die Demigods. What the fuck? Ah, shit, ich habe nicht aufgepasst. Mist. Oh, was passiert hier? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und ich sehe... Oh, der freaking Fluch. Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Helf mir doch einer! Nee, das explodiert hier. Oh. Ich glaube, da muss man warten, bis das vorbei ist, oder? Rickard. Ach, also der ist Rickard. Ach du Scheiße. Okay. Gut. Ja. Weiß ich nicht, ob ich mich hier sehe.
Nee, das war sowas von falsch gerade. Mist. Ah, sie hat mich schon wieder gegrabbelt. Was ist los? Ich werde von einer riesigen Schlange gefressen. Das ist los. Wow. Okay. Abgefahrene Nummer, ey. Er zieht dann ein Schwert aus dem Rachen dieser Schlange. Mist, zu spät. Nee, was passiert hier? Ich muss mich mal umgucken, wie das hier aussieht, wenn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sterbe am Gift. Ah. Endlich können wir Götter verschlingen. Together! Together! Oh was? Zum Teufel, was ist er für eine krasse Nummer, ey. Geil, aber der Kampf ist irgendwie cool. Das ist ein cooler Kampf, ey. Heiliger Strohsack. Together. An irgendwas erinnert mich das, wie der das sagt. Mist. Berserk Manga. Berserk sagt mir was, habe ich aber nie geguckt. Ist der nicht ein bisschen zu alt für sowas? Berserk habe ich auch schon gehört, dass der eigentlich, glaube ich, recht cool sein soll. Wo ist mein Loot? Auf der anderen Seite. Das ist jetzt natürlich, glaube ich, doof. Nee, sie ist noch nicht wach.
Also Manga, nee, ich meine ja dann Anime. Der. Ich kann lesen, was du schreibst. Aber Berserk ist ja ein Anime, ne? Oh, was passiert jetzt? Das ist neu. Autsch. Gibt's vorher eigentlich einen Manga? Ja. Ah, bei Animes und Mangas ist das doch üblich mit zu großen Waffen, oder? Frieren. Frieren tue ich, wenn ich... Ich friere, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn es kalt ist. Tun tut man nicht. Könnte ich ihn irgendwie kritisch hier treffen? Nee, ne? Das ist einfach nur, jetzt habe ich halt Zeit, nochmal nachzusetzen. Ah, schon viel zu viel saufen müssen. Viel zu viel saufen müssen. Gut. Einmal durch die Lava gezogen. Ach, Schande. Jetzt kann ich mich auch pressen lassen. Komm. Nee, das war der falsche. Ich wollte es nochmal provozieren, aber. Ein neuer Anime. Frieren, okay. Zählt Herr der Elemente zu Animes? Ja, ne? Ich liebe Avatar. Das ist so großartig. Ey! Kiwi! Danke für den Raid. Hi, grüßt euch alle. Attacke der Kiwis. Raiding with Four. Nochmal, Alter. Wobby, auch noch am Start. Hi. Grüßt euch.
Hier gibt's Content. Ja, ein Bosskampf auf jeden Fall gerade aktuell. Ihr verwirrt mich natürlich jetzt und lenkt mich ein klein wenig ab. Da kommt auch direkt ein Follow rein. Dankeschön. Ich... Ach, verfluchte Schlange. Nicht. Ah. Nicht nervös werden. Eraser, Abend, hi, grüßt euch. Das klein und rund mit einem Haps ist der im Mund. Allerdings, ey. Hier ist der Grab. Mal gucken, ob ich sterbe. Dann seht ihr, wie ich mit dem Haps im Mund bin. Nee, reicht nicht. Hab überlebt. Jetzt wollte ich es gerade wieder provozieren für den coolen Moment. Weil es gibt hier wirklich eine gigantisch geile Animation. Oh Gott. Schlange. Nicht giften, nicht beißen. Bitte aufhören. Shit. Oh, nee. Muss Schaden machen, sonst dauert's länger. Ja. Bist schon Schlange am Boss. Oh Gott. Oh Mann, nochmal jemand. Ah. Oh Mann. Großartig. Du stehst doch drauf, wenn die Schlange hart auf dich abgibt. Oh Gott. Ja. Ey, danke für die Follows. Nase, Tastatur, Eraser, Wobby, Hartyman, dankeschön. Ah. Wenn man einmal den Trigger drückt hier, ne, dann will er das aber auch durchziehen mit dem... Kann man nicht mehr unterbrechen. Die Sauerei leckst du selber auf, oh Mann. Das wird jetzt nur schlimmer, habe ich das Gefühl gerade. Fluffy, super. Dankeschön, Dankeschön. Für jeden Tod gibt es eine Sub für die Community. Dafür bin ich viel zu schlecht. Da wäre ich innerhalb von Tagen arm. Tod und Verderben. Auch geile Emotes. Ich sehe schon, ihr habt das Souls-Ding auch raus, ey, wie man Souls-Streamer behandelt. Ich sehe schon. Erfahrene Chatter. Kiwi, was gab's bei dir zu zocken? Was habt ihr gemacht? Und auch, ich vermute, ihr habt zusammengezockt. Wobby. Bin schon jetzt arm. It Takes Two. Ach, geiles Spiel. Habe ich mit der Chefin gespielt. Wolken zum Weinen gebracht. Ah, geil. Kann mich nicht mehr an alle Minigames erinnern, aber das Spiel war insgesamt so cool. Ja, da ist die Chefin übrigens. Jetzt habe ich ein Problem. Wo sind meine Seelen da hinten? Die brauche ich, die Runen. Das sind nämlich nicht wenig. Okay.
muss toll sein, Freunde zu haben. Luffy. Die Freche? Nee. Da, Hübschi ist die Chefin. Ich bin gerade so hart am Chat lesen, ey, ne? Ich muss mich jetzt einmal ein bisschen konzentrieren, Leute. Die Hauskatze schon eher. Leute, ich werde jetzt einmal versuchen, mich zu konzentrieren. Ich will diesen Boss jetzt killen. Alle frech hier. Was passiert hier? Ach, das ist wieder die seltene Attacke. Oh shit. Unnötig. Ah. Nicht giften. Oh Mann! Oh ne, jetzt beißt sie dreimal. Ich hatte auf zweimal spekuliert und falsch spekuliert. Raid-Leader steht Nase, Tastatur und Eraser. Okay, da bin ich jetzt gerade erstaunt, wieso ihr Raid-Leader seid. Ist das ein Bug oder habt ihr auch geraidet? Nee. Was steht denn bei Kiwi und bei Bobby dran? Weil wir geil sind. Ja, das habe ich nie bezweifelt. Da steht auch Raid-Leader. Dieses Lava-Zeug, ne? Erwischt mich jedes Mal. Autsch. Ein Rudel, da sind alle Lieder. Okay, alles klar. Oh, Skelettberg. Mir fällt gerade so auf, dass ich das hier falsch mache. Der macht viel mehr Schaden. Shit. Thunberg. Wie instant. Okay.
Die ersten 10 Schreiben von einem Raid. Okay, die werden als Raid-Leader markiert. Okay. Ich darf, glaube ich, nicht mehr lesen jetzt, wirklich. Oh, das macht ganz schön Schaden. Bin ich jetzt vergiftet? Ich glaube, ich bin vergiftet. Ah, und dann die Lavagrütze. Oh, shit. Sepp. Ohne Scheiß, ey. Thorsten wird's hier gerade gefallen, ey. Dass der nicht am Start ist. So, Phase 2, let's go. Ah, okay, der zieht den langsam. Uff. Der kommt auf und dann zieht er den langsam. Oh, was passiert? Irgendwas Wildes passiert jetzt hier wieder. Ich muss mal ein bisschen weglaufen, glaube ich. Hello Kitty Adventures kommt. Ja, wär mal was, oder? Könnt ihr bitte alle aufhören, hinter mir zu explodieren jetzt? Ich glaube, ich muss hier echt einfach weglaufen, ne? Es hat... Sehe ich nicht anders, ehrlich gesagt. Okay, ich glaube, es hört langsam auf. Shit. 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 Nee. Oh, oh. Jetzt muss ich wieder weglaufen. Oh, nicht gegen toten Kopf, Körperhaufen. Okay. Together. Together. Ai, 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 ai.
Ach, diese. Boah, ja, okay. Wo ist mein Loot? Ich brauche erst mein Loot zurück. Das ist nämlich viel Loot. Loot tut gut. Ist ein echt cooler Gimmick-Fight. Macht mega Spaß, ist aber härter als ich gedacht hätte. Aua, dass du mich da triffst, war ein bisschen ungeschickt. Jetzt kommt die Lava, genau. Nicht giften. Oh, ich stehe irgendwie richtig, keine Ahnung. Oh, jetzt nicht mehr im Gift, im Gift, im Gift. Ich bin irgendwo, wo ich nicht sein will. Shit. Hat sie mich schon wieder geschnappt. Ah, Nase. Ich sollte nicht so den bluten, bis die Finger bluten. Ja, allerdings, ey. Schickt ihr jetzt Fotos von euren Bauchnabeln hin und her oder was? Das ist auch. Wir hatten es vorhin von Fetischen. Shit. Ah, jetzt krabbelt sie mich wieder. Kein guter Versuch. Okay. Leute, das hier erscheint auf YouTube, ne? Das kann jeder lesen. Ein extra Channel für Duschpicks. Jetzt wird's wild. Ich will erstmal nur mein Loot, liebe Schlange. Danke. So, jetzt können wir loslegen. Scheiße. Den dritten sollte ich nicht erzwingen. Den dritten Fußstecher hier, den sollte ich wirklich nicht erzwingen. Der kostet mich oft den Kragen. Lauf, lauf aus dem Gift raus. Warum? Was zum Teufel? Ich glaube, ich stehe hier in Dreifachgift drin oder so. Willkommen auf der Dauersterbesendung. So ist es allerdings gerade, ja. Loot? Loot? Liegt der Loot schon wieder auf der anderen Seite? Ach, oder? Liegt er da in seiner Lava? Nee. Da hinten ist der Loot. Mein guter Loot. Götterverschlingende Schlange, können wir einen Moment? Jetzt können wir. Hit. Null Runden? Was? Wait, what? Wo? Nee. Habe ich die einmal vergessen? Scheiße. Habe ich die vorhin vergessen?
Nein! Ach, Kacke. Naja, das war ein Level. Mist. Naja, gut, dann habe ich jetzt da auch keine Sorgen mehr mit in dem Fall. Eine Sorge weniger. Gut, ja. Dafür muss ich jetzt aber den Loot nicht mehr suchen. Wenn du es schaffst, sage ich easy first try. Ja, ein Level wäre es gewesen, Miku. Ein Level. Aber mein Gott. Jetzt nicht so wild. Ah, Mist. Oh, sie trifft nicht. Nur so ein bisschen. Mist. Ach, Leute, Leute, Leute. Das ist ein cooler Kampf, aber es ist... Wie auch immer ihr gerade auf... zuckerfreie Getränke kommt. Ich mag zuckerfreie Getränke nicht so. Ich habe lieber Zucker. Und dafür weniger trinken davon. Ah, die Nummer. Okay. Halb so wild. Das ist allerdings ungeschickt. Ach, Mist.
Alter Schwede. Jetzt will sie es aber auch wissen. Jetzt hast du aber auch gerade richtig Bock, gute Schlange. Mist. Oh, dass sie mich da trifft. Stets bemüht. Ach komm. Ich bin früh ausgewichen und deswegen konnte sie mich lucken. Ey, das ist halt schon durch, ne? Das ist schon durch. Und sie... Jedes Mal klappt dieser Grab gerade. Jedes Mal. Oh, ist das ätzend. Das ist halt verloren, ne? Brauche ich eigentlich nicht weiter probieren. Aber ein bisschen die zweite Phase kennenlernen noch. Ein bisschen noch die zweite Phase kennenlernen. Easy first try. Oh. Yep. Ach ja, hier explodieren ja auch noch einfach random irgendwelche Sachen. Hab ich voll vergessen. Eraser, hey. Alles klar, gute Nacht. In der Mixtur weiß ich gar nicht, irgendein Quatsch. Ich glaube, das ist nichts Ordentliches. Nur einen Damage halte ich halt aus, ne? Die Arzneimischung verringert erlittenen Schaden beträchtlich. Regeneriert die Hälfte der maximalen FP. Nee, Heal nicht. Das ist ja kein Heal. Das ist FP, sind ja die Fokuspunkte. Muss ich eigentlich auch mal im Kopf behalten, dass ich da ja die vielleicht benutze, wenn ich die Hälfte an FP verbraucht habe, um eine Flasche zu sparen. Da sind wir schon wieder beim Fortfokus, ja. Alter, was ist das für eine Attacke? Nee, jetzt habe ich den... Das war jetzt saudumm. Ah, ich bin wieder vor irgendeinem... Okay. Felshaufen. Schon wieder? Bin ich schon wieder zu früh ausgewichen, oder was? Das glaubst du ja nicht. Ist das nervig? Mist.
Das gibt's nicht. Brute Force hier gerade am Start. So, ich versuche jetzt hier mal wirklich Konzentration. Konzentration. Ich mache den jetzt kaputt. Die Schlange und sein Gesicht. Warum mache ich das denn so jetzt wieder? Das war dumm. Das gibt's nicht. Viel mehr Schaden mit weniger Saufen gemacht, aber war nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Weil sie mich schon wieder aus dem Konzept gebracht hat, diese dämliche Schlange. Wie es hier aussieht, was ist hier eigentlich los? Warum hängen hier Kronleuchter von der Decke? Ist das das Schlafgemach von dem Typen, der da in der Schlange steckt? Mein Gott. Ich dachte, das wäre irgendeiner, der von einer Schlange irgendwie mal gefressen wurde oder sowas. Gut, gute erste Phase. Gute erste Phase. Let's go. Manor-Lords. Sieht ganz nett aus. Aber ich glaube, es wäre nicht mein Spiel. Da noch das Timing finden. Schweinerei! Was passiert hier? Was machst du bitte? Hör auf! Okay, ich glaube, jetzt ist Weglaufen angesagt.
Ja, weglaufen ist angesagt. Flusi? Was ist Flusi? Was hier für eine verrückte Musik geht. Ach, Flugsimulator. Nee, Scheiße. Scheiße. Ach, diesmal ziehst du ihn ganz durch. Okay. Diesmal ziehst du nicht ganz durch. Und dann kommt noch einer. Okay, mein Ausweichen wollte er nicht. Mist. Ärgerlich. Together. Leute, kommt schon. Mist. Na, ich bin schon wieder zu früh ausgewichen und deswegen kriegt er mich da an der Stelle. Langsam ärgerte mich. Der große Kumpel hier. Nicht giften. Och nee, Mann. Warum musst du auch noch Gift spucken? Feuer reicht ja nicht. Feuer reicht ja nicht. Auf dem Kanal, was gibt's denn sonst noch zu sehen? Weiß ich nicht. Bin gerade planlos, ahnungslos, ich bin frustriert. Nein, frustriert noch nicht so richtig. Eher wütend auf mich selbst, dass ich das hier gerade nicht auf die Kette krieg. Was gibt's sonst noch zu sehen? Ich meine, Flight Simulator hast du ja schon gesehen. Dann steht No Rest for the Wicked eigentlich auch noch auf dem Plan. Ich habe aber auch ab und zu schon mal mit einem Kumpel waren wir mal angeln und haben das live gestreamt. Ich habe auch schon mal so ein Wir frittieren alles Mögliche Stream gemacht mit dem Kollegen.
da gibt es immer wieder mal so Sachen, die wir dann machen wollen. So ein paar verrücktere Sachen. Also nicht ausschließlich Gaming, da kommt auch ab und zu mal ein bisschen was anderes. Ich habe es gerade gemerkt, als ich gedrückt habe, dass ich schon wieder im falschen Moment gedrückt habe und die Schlange mich schon wieder futtert. Gitterter Apfel soll auch nicht schlecht sein, ein Football. What the fuck? Wieso sollte ich einen Football frittieren? So, dieser Skelettkopf macht hier Blödsinn. Explosionsblödsinn. Was passiert? Muss ich wieder weglaufen? Frittierte Schokokrossi. Wir haben tatsächlich versucht, so Schokozeug und so zu frittieren, ne?
Das geht gar nicht so gut. Also klar, man ummantelt das vorher mit Teig. Aber da muss man echt, das muss man auch ein bisschen üben. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Wenn das Ding eine dritte Phase hat, deinstalliere ich. Weiß ich noch nicht. Ah, der Schlangenkopf kommt ja wieder. Der Schlangenkopf kommt ja wieder. Und... Was? Die zweite Phase hat drei Phasen. Und in der dritten Phase, der zweiten Phase, macht er ja ganz wildes Zeug. Das ist ja total wahnsinnig. Oh Mann, ey. Das wird noch was. Das wird noch was. Aber es ist ein spaßiger Kampf. Es ist ein spaßiger Kampf, das muss man der Nummer wirklich lassen. Leute auf YouTube, Twitch bleibt noch einen Moment dran, aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal stirbt die Schlange, glaube ich, vollständig. Und nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal, wenn es sein muss. Also bis zum nächsten Mal, tschüss.